Jo, was geht ab, Leute? Willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal auf VCR Daniel. Ich freue mich schon, weil ich das Video geschnitten habe und gesehen habe, Mann, haben wir an diesem Dienstag echt viel erlebt. Wir sind jetzt erst bei Dienstag und gerade erst angefangen. Ich rede einfach nicht mehr viel, lasst uns gleich reinstarten. Erster Tag sind wir gleich in die Stadt reingefahren mit einem leckeren Frühstück, Croissants. Da sieht man dann auch schon den Petersdom und boah, das ist nämlich, ich kurz mal stoppen. Wir sind an diesem Tag um 6.20 Uhr aufgeweckt worden, um eben so früh wie möglich zum Petersdom zu kommen und eigentlich keine Schlange machen zu müssen, weil danach war der echt voll von Touristen und da gab es schon wieder, obwohl der Papst an diesem Tag nicht zu sehen war, ewig lange Schlangen. Wir sind nämlich um 6.15 Uhr aufgewacht. Wir sind da an dem Tag davor erst wirklich um 12 Uhr eingeschlafen oder so. Das war der Tag tatsächlich, wo wir am wenigsten Schlaf hatten. Naja, auf jeden Fall haben wir dann um 8.45 Uhr die Messe im Petersdom gefeiert. Werden wir gleich sehen. Wir machen einfach mal weiter. Genau, musste man durch die Kontrollstation. Man sieht vielleicht die müden Gesichter. Da haben wir das erste Mal in diesem Jahr die Schwarze Garde gesehen. Haben wir ein bisschen den Petersdom angeschaut. Sehr schön und vor allem, da war wirklich nicht so viel los. Das war ja auch erst 8:30. Auch sehr lustig. Die Schweizer Garde. Die machen da echt immer eine Show draus. Das ist echt nice. Kurze Pause machen, denn wir sind jetzt sozusagen, haben jetzt ein Exklusivinterview mit dem Bischof Thebats van Elst gehabt. Uns wurde gesagt, nämlich er würde in der Nummer von irgendeiner Straße Nummer 15 wohnen. Dann sind wir da hingegangen. Und es war es aber nicht. Die haben uns nämlich gesagt, es wäre in der 51. Da sind wir dann auch hingegangen. Haben aber nicht mal einen gefunden und haben dann nochmal bei dem Sekretär angerufen. Und der hat uns dann gesagt, nein, es wäre Nummer 5 gewesen. Und dann sind wir sozusagen hin und her und hin und her. Und dann haben wir es eigentlich gefunden. Jetzt sieht man die Gesichter. Ich habe mich da auf jeden Fall nicht so ganz getraut, wenn man gleich sehen zu filmen, weil ich eben nicht wusste, ob man filmen darf oder nicht. Man sieht da schon so geheimnistuerisch sozusagen, weil ich eben nicht wusste, ob ich filmen durfte oder nicht. Aber genau, ich habe jetzt das Interview auch nicht gefilmt. Dieser Bischof war halt eben oft in den Medien in den letzten Jahren, weil er war der Bischof von Limburg und der hat sich nämlich, hier kann man ihn sehen, irgendwie so eine Villa errichtet. Jetzt tut er an der Neuevangelisierung irgendwas für den Papst sozusagen arbeiten. Hier kann ich auch kurz mal stoppen. Das war echt ein tolles Interview, also ich fand ihn echt sympathisch. Wir haben nämlich ein Rallye auch mal eine Stunde über ihn behandelt und dann habe ich mir gedacht, was ist das für eine, aber er schien mir echt sympathisch zu scheinen. Ich konnte jetzt natürlich das Interview leider nicht filmen, wie gesagt, ich habe mich nicht getraut, weil ich nicht wusste, was es ist. Machen wir weiter.
Genau, jetzt waren wir in einem Restaurant. Und man wundert sich schon. Was ist da los? Da war nämlich der Präsident von Bayern, Rummenigge. Und keine Ahnung, was der da gesucht, was der da gemacht hat in Italien. Ja, ich glaube, einen neuen Trainer gesucht oder so. War auf jeden Fall sehr cool. Ich muss zugeben, davor kannte ich den nämlich nicht, nur weil die das gesagt haben. Dann haben wir gegessen, das Essen war sehr, sehr lecker. Gab es viele verschiedene Sachen. Und dann war der Tag auch schon zu Ende. Wir hatten dann auch noch ein paar Sachen. Wir sind dann halt eben wieder zurückgefahren in unsere Unterkunft. Hatten dann noch Meditation und sowas. Und genau, und sind dann ziemlich recht früh um 10 ins Bett gegangen. Wenn euch das Video gefallen hat, zeigt es mir doch gerne mit einem Abo, wenn ihr noch nicht Abonnent dieses Kanals seid, um kein Video mehr zu verpassen. Man hat auch schon gesehen, der Tag war jetzt auf jeden Fall deutlich besser als nur die Anreise. Und ich hoffe, es hat euch unterhalten können. Wir sehen uns nächstes Mal wieder zum nächsten Tag, zum Mittwoch.